Hallo und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X, heute mit Folge 21. Und wir sind jetzt dabei, die Manon zu retten. Nachdem wir in der letzten Folge die Abwehrkanonen zerstört haben, haben wir Explosionen aus der Ferne gesehen. Genau die dort, nämlich dort hinten. Und wir sollen die Manon jetzt retten. Oder beschützen, gucken, was los ist. Ich weiß nur gar nicht so genau, wie ich da hinkomme jetzt gerade. Also laut Navi ist das genau die Richtung und man sieht ja auch, dass da die Explosionen sind, aber wie komme ich da am besten hin? Auf der Karte kann ich nur sehen, dass das vom Fluss umgeben ist und es sieht so aus, als ob man nur da hochkommt. Ja, da sieht man doch was. Da müssen wir lang. Boah, voll hier reingefallen. Das, oh, 38, aber die greifen nicht an, ne? Ne, okay. So, wir müssen da hoch und dann das ganze Stück dort hoch. Manon, wir kommen! Hoffentlich packen wir das. Oh, der hat einen Blitz Level 50, ey. Fuck. Den dürfen wir nicht reizen. Reizschmeschnett. Das ist ein Level 49er auch noch. Ich hier mit meiner Atomrakete auf dem Rücken. Oh. Schnell hier vorbeilaufen, ey. Oh Gott. Ich hab Schiss vor solchen Riesentypen, ey. Schnell hier vorbeilaufen. So. Ich muss jetzt hier einen riesen Umweg anscheinend erstmal laufen. Level 45 mit Auge. Level 43 mit Auge. Oh nee, ey. So saurierartige Viecher. So, und jetzt sind wir wieder auf Kurs. Da hinten sehen wir auch die Explosion, ja. Das geht hier oben jetzt lang, das ist schon richtig. Alter, schaut euch den an, ey. Den habe ich aber hier schon mal gesehen in der Gegend. Und diese riesen Ringe, ne? Die sind auch krass. Heftige Landschaft, ey. Und heftige Gegner. Ich habe keinen Bock. Hau ab. Da ist ein Level 18. So ein Tyrant, ne? Wir müssen da, glaube ich, vorbei an dem. Oh Gott, ey. Dieses Riesenviech geht gar nicht. Wenn ich mit dem da kämpfe, den Level 18, ey, dann wecke ich den hier auf. Wir müssen hier irgendwie an beiden vorbei, ey. Da habe ich jetzt überhaupt keine Böcke drauf, kann ich euch sagen. Okay. Aber wie ist denn der offizielle Weg hier? Ach, wir hätten anders rumlaufen können. Seht ihr das? Hier ist das auch flach. Skells! Will mir nicht jemand helfen mit dem Skell? Das wäre eigentlich mal ganz cool. Gerade eben brauste hier eine halbe Flotte von Ganglion Skells vorbei, Richtung der Ruinkuppe im Westen. Sah aus, als würden sie irgendwas oder irgendwen verfolgen. Das konnte ich nicht mehr lesen gerade. Salute! Oh, so ein Scale will ich auch bald haben. Der sieht ja echt auch ganz cool aus. Und die Waffe, Alter. Eine Riesenwaffe. Das erinnert mich so an Neon Genesis Evangelion. Wo die Evas dann auch diese Riesenwaffen halten. So. Wo geht's lang? Hier rüber? Gibt mehrere Wege jetzt hier, oder? Zur! 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 Level 17 können wir. Level 17 können wir. Komm her, du Sack. Ah.
Piep. Oh, hau mich nicht. Hau mich nicht. Ah, jo, Alter. Ja, noch geschafft. So, Lasershow. Lasershow. Der ist gleich down. Ja, genau. Der ist gleich down. Truth be told, we saw this coming. Der stöhnt aber auch immer. So, da ist ein Level 19er, den können wir auch. Da sind 18er, 20er. Das ist alles unsere Kragenweite, das passt. Damit können wir um. Oh, jetzt hat er sich doch noch gedreht. Ich muss die Nahkampfattacke immer von der Seite machen, die ich da zurzeit ausgerüstet habe. Nice. End Lasershow. Das war's. Die Lasershow hat ihm den Rest gegeben. So, wir sind gleich da. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Was jetzt hier mit den Ganglion und den Manon ist. Ganglion, Manon. Oh, 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 oh. Das sind tatsächlich so eine Skelz-Roboter. What the fuck? Müsst ihr gegen die kämpfen? Ich glaube schon. Habe ich da überhaupt eine Chance, ey? Oh, die sind umzingelt von denen, okay. Alter, vier von denen, die kann ich niemals besiegen. Time to kill. Oh man. Greifen wir jetzt an, oder was? What the fuck? Das war doch nicht ich. Kommt Verstärkung? Vom Blade Team? Sie sieht echt so geil aus jetzt. Wir haben den platt gemacht. Alter, wir sollen gegen drei von denen jetzt kämpfen, oder was? Sehe ich das richtig? Alter. Na gut, Level 20 haben die nur. Also, was heißt nur? Ich hätte halt mehr gedacht, halt. Seite. Seite. Aber drei Stück, ey, das ist ja ein Witz hier, ey. Was soll das? Drei Stück, ey. Ich das schaff. Ah, scheiße. Angriffe fokussieren.
Okay, einen haben wir. Ja, das schaffe ich. Kann ich schaffen. Cool, umgeworfen. Das bringt bei denen ja richtig was. Ja. Sehr gut. Ah, ist nicht so schwer, wie ich dachte. Die sehen schlimmer aus, als sie sind. Jo. Gut. Gut gelaufen. Ich hatte schon Schiss, ey. Tatsu. Steht er nochmal auf? Wow, 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 wow. Was passiert da? Oh. Oh, oh. Was geht ab, ey? Sie sieht so geil aus jetzt von ihrem Outfit, ey. What? Sind wir ein Roboter? Are you all right? What? A friend is a robot? Ja, was? I'm gonna block all feedback to the nervous circuits. Ich bin ein Roboter? Wait a second. You don't remember anything about your body being a mimeosome, do you? He's losing his biocirculatory plasma. I can't fix this here. Elma, I need you to contact the Mimeosome Maintenance Center for me. Ask them to have a type 085 left arm and transfusion ready ASAP. You got it. I'm going to have to take you offline for a bit here, okay? We'll resuscitate you back in New LA. Krass, ey. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wir sind ein Roboter? Okay, ich bin jetzt gespannt, wie die Story weitergeht. Wie das jetzt sozusagen aufgenommen wird in die Geschichte. Wir sind ein Roboter. Wir sind ein fucking Roboter, ey. Wie Elma jetzt rumläuft, ey.
So, how's that new left arm feeling? Wir sind ein fucking Roboter, Leute. Ich bin ein bisschen geschockt. Voll die Story-Wendung. We could have lost your whole unit. Oh, it was nothing. Before we go any further, I wanted to apologize. I should have realized you might have forgotten about this, but... As you probably noticed, the body you're inhabiting is artificial. We call them mimeosomes. Mims for short. Mimeosomes are designed to mimic human physiology as much as possible. The whole point is for us to forget about them. That way we can still enjoy the things we love. Like cooking. We're all like this. Every single crew member that escaped on the White Whale. All of us are Mims. But why would friends all become robots? Well, just think about it. It could have taken decades to find a new planet to call home. Or even centuries. We had no idea. Who would want to crew the ship if they knew they were going to grow old or die along the way? Tatsu see Linley Point. Our actual bodies are waiting in the life hold, in stasis with all the human passengers. We control our mimeosomes remotely from there. So you see, that's why it's so important for us to find and protect the life hold. Our lives are on the line here too. Okay. If the life hold were to stop functioning for any reason while we're still there in stasis... Everyone, including every Mim in New LA, would drop dead on the spot. That reminds me. Something else you should know. It's possible for us to switch to another mimeosome if these bodies fail or become too badly damaged. But the process requires equipment from the Lifehold Corps, the central unit of the whole operation. Meh! So what if Gangly and her big beastie smash friends' robot Mims? We wouldn't be able to come back yet. For now, we need to consider these Mims as precious as we would our real, actual bodies. Don't get reckless out there just because you're in a mimeosome. That's an order, you hear? One last thing. And I need to trust you all to keep this quiet. It's sensitive info, so HQ has only been telling team leaders about it. We can't have a panic on our hands. The readout on Blade Tower. You've seen it? Yeah, jetzt wird das geklärt, oder? It's not some kind of special clock or anything. It's a countdown. Big number counts down to what? The life hold shutting down. Oh. What? The life hold lost its power source when we lost the White Whale. It's been running on backup ever since. We need to locate the life hold and get a power source in place by the time that percentage reaches zero. Ach, was? If we don't... These bodies will no longer sustain us. We'll die. Okay. Just die. Die out. Aussterben. It would mean the end of the human race as we know it. The end of everything. Krass. Krasse Folge, oder? Well, on that cheerful note. Okay, Rook. You good to go? Then let's report back to HQ. I'm sure the commander will want to hear about this himself. Right. Das treibt die Story ja extrem voran und in eine krasse Richtung. Jetzt weiß ich endlich, wofür diese Prozentzahl ist, ey. Das ist die Lebensspeicherenergie. Erstatte Kommandant Vantam am Blade Terminal Bericht. Am Blade Turm. Das ist hier. Warte mal, ich will mal gerade ein bisschen näher ranzoomen wieder. So. Da geht's zum Blade Turm.
Ah, der ist hier draußen. Krass, krass, ey. Voll die Story-Folge. Still new at this, and we can't afford to lose you. We only got so many spare parts to go around. Feeling better, are we? You took a nasty hit, no? He'll be fine. I patched him up myself. That's great, isn't it? We were worried sick, you know? We're still new in town, so we don't have many other friends here yet. Die sind echt verrückt. Lustig. Government has reached an accord with the Manon people, a friendship treaty. It guarantees their safety and provides them a place to settle here in the city. That's great to hear, Dr. Chapman. I wasn't sure how you'd react. We don't need to be from the same species to be able to recognize our common ground. Someone told me that once. That was a lifetime ago. That's quite a memory you have. A blessing and a curse, believe me. So, you're all stuck here too, right? We were just cruising along out in space, you know? And suddenly, our nav system goes all screwy, and we find ourselves here. Which is pretty weird, considering our tech is far more advanced than anything Samar's got. You saw how bad they wanted it, yeah? Samar? I thought it was the ganglion that attacked you. You don't know about Samar? Seriously? As in the Interstellar Federation, Samar? They only rule over a radius of 6 million light years or so of space. 6 million? But that would span multiple galaxies. Well, yeah. The ganglion are a run-of-the-mill crime syndicate. Just one tiny part of Samar, you know? Just one tiny part. My good man, in the spirit of our agreement, we'd appreciate any intelligence you'd be willing to share. Of course, of course. Ja, klar, beschützen wir euch. Ja, ja. Schiffchen. Elmer, die heiße Schnitte jetzt hier. What? Schiffchen? Schiffchen. Da kommt ja unser kleines Schiffchen. Boah, krass. Wie viele von den kleinen Wesen leben denn darauf, bitte, ey? Auf dem Schiffchen. Heftig. Krass. Handlungsmission abgeschlossen, Kapitel 5. Nice. Belohnung 30.000. Doppelungssonde. Ergebnis: Das unbekannte Flugobjekt ist das Schiff der Manon. Dein Team hat den Xenoformen aus der Klemme geholfen. Menschen und Manon sind jetzt Freunde. Kapitel 5 geschafft. Das Quartier umgestalten, wow. Das Manon-Schiff ist so cool. Wir sollten unserem Quartier auch eine persönliche Note geben, finde ich. Hast du schon die Umgestaltungskonsole ausprobiert? Ja. Neue Farbe, Wandsticker. Je höher dein Blade-Level steigt, umso mehr Optionen gibt es.
Die Manon eröffnen in New Los Angeles eine Rüstungsfirma. Cool, oder? Sie nennen sich Lieb und Stichfest. Das ist wohl richtig spannend. Technologie dabei, von der wir Menschen nicht mal geträumt hätten. Schau es dir am Rüstungsfirmenportal in der Arsenal Alley an. Dass wir alle in Mimoden stecken, hat uns unter anderem eine ganz besondere Angriffsmethode beschert, das Übertakten. So richtig am Rad drehen kannst du, sobald du im Kampf 3000 Spannungspunkte SP erarbeitet hast. Existierende Speicherdaten überschreiben, ja. Cool, Kapitel 5 geschafft, ey. Und wir können jetzt übertakten. Okay, nice. Ah, guck mal, hier kann ich auch gleich eine Nebenmission mit annehmen, ne? Die Frage ist, ob ich das jetzt wirklich annehme. Was ist das denn jetzt hier? Mit diesem Teleporter kommst du direkt aufs Schiff der Manon. Trau dich ruhig, Beam ist total ungefährlich. Ach was, wir kommen jetzt auf das Schiff rauf? Mach keinen Scheiß. Region entdeckt, Manon-Schiff. Ach was. Weißt du, die bösen Gangion wollen mich umbringen, ja? Zack, Peng, Grill, nicht wahr? Einfach so. Aber nette Menschen haben mich gerettet, verstehst du? Sehr, sehr nett. Das ist ja geil. Man kommt auf das Schiff rauf. Hammer. Das ist echt nicht selbstverständlich, ey. Das haben sie ja geil gemacht. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist ja nice. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass man hier rumlaufen kann, ey. Das ist ja total cool. Gangion und L, die basteln an so ganz, ganz tollen Erfindungen, oder? Dann suchen sie vielleicht eine Ladenfläche in Arsenal Alley, wo sie die verkaufen können, oder? Oder? Sagen wir mal, oder? Oder? Ihre Körper sind mechanisch? Mimoden? Ja. Oh, ich möchte gerne, wenn das geht, dann würde ich gerne einen auseinandernehmen und sehen, wie er funktioniert, ja? Was ist das denn hier? Zwei so eine Laserstrahlen oder was? Ist ja abgefahrener Scheiß, ey. Das erinnert mich so ein bisschen an die Noppon-Stadt aus Xenoblade Chronicles. Da war das auch so ein Erlebnis. Da kommt man auf einmal in so eine völlig fremde Kulturumgebung quasi. Cool, ich sagte doch, die Menschen rüsten diese Datensonden auf und damit verbessern sie alle möglichen Funktionen von ihrem Frontier. Naja, verstehst du? Die machen das so. Echt? Ist ja geil. Finde ich voll witzig. Voll witzig, ey. Die machen das so, echt. Alter, jetzt gibt's ja hier noch mehr zu entdecken. Cool. Unheimlich viele Charaktere auch, mit denen man hier reden kann. Aber das spare ich mir jetzt erstmal auf. Menschen sehen schon komisch aus, oder? Ihre langen Oberkörper erinnern mich an, weißt du noch, auf Dobab, diese süßen kleinen Tierchen im Meer? Ah, das geht mir ein Tick zu schnell mit den Texten. Wenn man einen Blade anheuert, lange mit ihm zusammenkämpft und sein Freund wird, kann man Blade-Medaillen verdienen, oder nicht? Wollen wir das mal testen vielleicht? Ah. Ein Segment im Primora wurde... Unser vermisster Freund wurde am Raffiasee von einem bösen Suit gefressen, aber wie schrecklich. Der und auch ganz neue Musik hier.
Ich würde gerne wissen, ob wir hier gute Freunde finden werden. Als wir noch durchs All gereist sind, da haben wir oft xenoforme Passagiere mitgenommen. Weißt du noch? So, humans. Okay, da geht's da runter auch. Jesus, ist das hier groß, ey. Ist ja geil, hier auf der Karte jetzt hier komplett das Schiff. Mit Teleporterpunkten. Crazy shit. So, ich will ins Blade-Quartier jetzt. Ich kann ja direkt ins Blade-Quartier warpen. Das war mir ehrlich gesagt auch gar nicht so klar. Vater und Sohn, erforderlicher Level 50. Eine Harmonie-Mission. Wir wollen jetzt abschließend unbedingt nochmal, würde ich sagen, die Voraussetzungen kennenlernen für Kapitel 6, oder? Jetzt spreche ich schon wie so ein Mannhorn, oder? Geil. Nee, aber das will ich jetzt wissen. Was sind die Voraussetzungen für Level 6? Kapitel 6. Erforsche das Noctilum zu 20% und beende die Harmoniemission Pathfinder in Not. Okay. Da haben wir was zu tun. Wie viel habe ich jetzt bei Noctilum erkundet? 4,2%. Ja, wisst ihr Bescheid. Haben wir was zu tun. Harmoniemission Pathfinder in Not. Die muss ich auch erstmal finden. Ja, aber ey Leute, was für eine Folge. Wir sind ein Roboter. Und wir haben hier in unserer Stadt auf einmal ein außerirdisches Megaraumschiff. Wo wir auch drauf rumlaufen können. Also, hammergeil, coole Story-Wendung und das Spiel entwickelt sich richtig gut. Okay, dann verpasst doch nicht die nächste Folge, wenn es jetzt hier so spannend weitergeht, denke ich. Also, wir müssen jetzt hier so ein bisschen Noctilum erforschen und die Harmonie-Mission machen. Mich würde eigentlich mal interessieren, also Harmonie-Mission würde ich auf jeden Fall mit euch machen, weil die haben ja auch wirklich mal Cutscenes und Story-Elemente und so. Aber wie seht ihr das eigentlich? Wollt ihr eigentlich bei diesen 20% Erkundung dann auch dabei sein oder eher nicht? Ich weiß das immer nicht so. Also das besteht dann halt viel da aus Rumlaufen und einfach viele Gegner grinden und platt machen. Ich weiß nicht, ob das so interessant für euch ist. Müsst ihr einfach mal sagen, was für euch eigentlich besser ist. Wollt ihr das sozusagen auch gerne im Let's Play sehen oder reichen euch im Prinzip die Hauptmission jeweils? Das wäre nochmal ganz nett, wenn ihr das mal kommentieren würdet. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst bitte nicht zu liken. Das wäre super. Und danke, dass ihr dabei seid, dass ihr so fleißig kommentiert. Macht mir riesig Spaß mit euch. Und ja, bis zur nächsten Folge hoffentlich. Tschüss.